In der heutigen Lektion zum Erlernen des Wheelie geht es darum, ein Bild zu bekommen, wie sieht die Zielform aus, wie sieht die gesamte Bewegung aus und dass man dann auch starten kann, sie in einzelne Teile zu splitten, um diese auch isoliert zu üben. Wenn ihr euch den Wheelie genau anschaut, dann könnt ihr beobachten, dass man im Sitzen anfährt, dann macht man sich klein, die Schulterachse wandert Richtung Lenker, das eine Pedal ist oben, kurz über den toten Punkt und wenn man dann dynamisch lospedaliert und die Schulterachse aufrichtet und sich nach hinten lädt, kommt das Vorderrad hoch, man pedaliert weiter, seitliche Ausgleichbewegungen kommen aus den Beinen und dem Oberkörper, man pedaliert weiter und ist so im Wheelie. Bevor ihr anfangt mit diesem Bild der gesamten Bewegung zu starten und direkt die Wheelies zu versuchen, ist es sehr hilfreich, wenn ihr einzelne Teile der Bewegung isoliert herausnehmt und übt. Dabei fängt man damit an, die Bewegung des Oberkörpers durchzuführen. Das heißt, man rollt in der Ebene, sitzt im Sattel, dann geht man mit dem Gesicht Richtung Vorderreifen, Schultern Richtung Lenker, macht sich ganz klein, die Ellenbogen gehen raus und dann richtet man sich auf. Diese Bewegung könnt ihr Schritt für Schritt steigern in der Dynamik, dann habt ihr das isoliert geübt und das Gehirn weiß schon mal, wie fühlt sich das an, wie ist es dann nachher, wenn ich es in der Gesamtbewegung mache. Das ist ganz, ganz wichtig. Der zweite wichtige Teil als isolierte Übung ist der Kickstart. Das sollte ich so vorstellen, wenn man nun in der Ebene rollt, das Tempo stark reduziert, dass man wirklich Schritttempo super langsam ist, den Schokofuß oben hat und wenn das Pedal etwas über den toten Punkt, über 12 Uhr hinweg ist, explosiv die Pedalbewegung starten, weiterkurbeln, vielleicht zwei, drei Bewegungen, da merkt man schon, allein durch dieses explosive Lostreten habt ihr einen kleinen Kickstart, als wenn ihr beim Motorrad den Gashahn zieht. Das Vorderrad wird schon leicht. Beim isolierten Üben des Kickstarts werdet ihr auch schon sofort merken, dass Faktoren hineinkommen wie die Gangwahl. Wenn ihr einen zu leichten Gang habt, dann tretet ihr ins Leere. Wenn der Gang viel zu schwer ist, dann kriegt ihr gar nicht diese Schwungkraft, diese Explosivität rein. Und ihr merkt natürlich auch, wenn es leicht bergauf geht, funktioniert das schon besser. Ihr habt die einzelnen Teile nun geübt, sprich einmal die Bewegung des Oberkörpers und den Kickstart. Nun könnt ihr beides zusammenfügen und dann schon mal merken, wie fühlt sich das an, wie ist der Effekt. Dafür sucht euch eine Stelle, die leicht bergauf geht. Das Gesicht geht zum Vorderreifen und die Schulter zum Lenker. Ihr habt eure Kurbel so, dass das Pedal oben ist und dann kommt gleichzeitig einmal die Bewegung des Oberkörpers, das Aufrichten, sich nach hinten lehnen und das explosive Lospedalieren. Macht es dann so, dass ihr dann direkt zwei, dreimal weiter pedaliert. Ihr werdet einen Wheelie-Impuls als Ergebnis haben. Das reicht erstmal. Bitte nicht sofort einen langen Wheelie probieren, wo ganz andere Faktoren noch hinzukommen. Wenn ihr ein E-Mountainbike fahrt und den Kickstart übt, bitte macht es auch mit Motor aus. Ihr könnt hier nachher variieren, es auch mal auf der unteren Stufe Eco auch probieren. Aber wichtig ist, dass ihr das Ganze auch ohne Motor übt, weil da bekommt ihr ein sehr gutes Gefühl und das Ganze nachher mit Unterstützung kann man dann Step by Step hinzufügen. Die Erfahrung als Fahrtechniktrainer hat gezeigt, dass häufig in einem der einzelnen Teile schon Baustellen sind, wenn Leute auf eigene Faust den Wheelie geübt haben. Ihr im Online-Coaching könnt es jetzt direkt abprüfen, mache ich das genauso, fühlt es sich richtig an und dann, wenn ihr alles zusammenfügt, habt ihr schon mal eine saubere Bewegung. Das war die Lektion, isoliertes Üben und dann die gesamte Bewegung für den Start in den Wheelie.